Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier an der ETH Zürich. Ich heiße Sie hier im Saal ganz herzlich willkommen. Ich heiße natürlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Podiums ganz herzlich willkommen und auch die Personen, die online zugeschaltet sind von zu Hause aus. Mein Name ist Michael Gasser. Ich leite an der ETH-Bibliothek die Sektion Sammlungen und Archive. Und wir haben interessante Bestände und auch ein ganz vielfältiges Angebot an Services vor Ort, aber auch online. Und ein Online-Angebot von uns, der Blog ETH Heritage, Highlights aus den Sammlungen und Archiven der ETH Zürich, feiert heute sein 15-jähriges Jubiläum und ist Anlass der heutigen Podiumsdiskussion und Veranstaltung. 2008, als der Blog gegründet wurde, gehörte ETH Heritage zu den frühen sogenannten Corporate Blogs und wurde mit dem Ziel gestartet, die zunehmend digitalisierten Inhalte von uns zu verbreiten. Und das relativ junge Format des Blogs schien damals das ideale Kommunikationsmittel zu sein, weil es technisch relativ einfach ist, weil man Beiträge in relativ kurzer Zeit schreiben kann, weil es geliked werden kann, verteilt werden kann und kommentiert werden kann. Von Beginn weg haben wir uns an einigen wenigen Grundregeln orientiert und ich möchte hier nur zwei dieser Grundregeln erwähnen. Die erste ist «Be an unmatched resource». Das leuchtet eigentlich ein, also ein Blog, der eben Inhalte vorstellt, die eben einmalig sind, die es nur an einem Ort gibt. Und da sind wir natürlich seitens der Sammlungen und Archive mittlerweile der ganzen ETH Zürich, die Inhalte zu diesem Blogpost oder Blogs beisteuern, natürlich sehr gut aufgestellt, weil wir über sehr viele Unikate oder zumindest sehr, sehr seltene Bestände verfügen. Eine zweite Maxime, an der wir uns orientiert haben, ist «Once you start, don't stop». Also immer weitermachen. Das machen wir seit 2008. Wir versuchen jede Woche zumindest einen Blogpost, manchmal auch zwei, online zu stellen. Und dieses «Once you start, don't stop» bezieht sich natürlich nicht nur auf die Inhalte, sondern eben auch auf die Weiterentwicklung, zum Beispiel was das Look and Feel anbetrifft. Der Blog sieht nicht mehr aus heute, wie er 2008 aussah. Es geht um optisches Facelifting. Es geht aber auch um Weiterbildung von Bloggerinnen und Bloggern. Wir hatten gerade heute Nachmittag ein Event zu diesem Thema. Es geht aber auch um technische Anpassungen, zum Beispiel 3D-Digitalisierung spielt jetzt im Moment eine Rolle. Und von daher passt eben auch dieses heutige Thema des veränderten Schreibens im Zeitalter von KI eigentlich ganz gut, weil wir möchten diesem «Once you start, don't stop» ganz gerne treu bleiben. Und mit dieser kurzen Einführung übergebe ich gerne an unsere Moderatorin Sue Franke für die Vorstellung und das Podiumsgespräch. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke, Michael. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind und auch Sie online an den Laptops und Handys. Ich freue mich sehr, Ihnen heute unsere Gäste vorzustellen, die viel über das Thema Blogs erzählen können. Ob Blogs überhaupt noch zeitgemäß sind, ob sie Zukunft haben, gerade in der Zeit von AI und auch noch über die Spannung zwischen wissenschaftlichem Arbeiten und einem schnellen Medium Blogposts schreiben. Ich bin sehr gespannt, was unsere Gäste erzählen. Rechts neben mir der André Aplanalp. Er ist Markom-Leiter vom Schweizerischen Nationalmuseum und Leiter vom Blog, zusammen mit dem Alex Rechsteiner, der auch hier im Raum ist. Die beiden haben den Blog gestartet und er schreibt auch selber. Mal schauen, was er später dazu berichten wird. Frau Professor Monika Dommann. Sie ist Medienhistorikerin und hat einen Lehrstuhl inne an der Uni Zürich. Und sie schreibt unter anderem, sie schreibt natürlich auch Bücher und unter anderem mit ihren Studierenden auch einem Hybridformat, was ich sehr, sehr spannend finde, Ether, A-E-T-H-E-R. Und das ist also ein Blog, der auch als Buch erhältlich ist, zumindest Auszüge daraus. Neben Monika sitzt Adi Kellin, auch Historiker und Journalist. Heute freischaffend, er muss nicht mehr schreiben, aber schreibt leidenschaftlich gern immer noch und bloggt auch, also Journalist, der auch bloggt.
und Johannes Wahl, der seit heute, genau heute, verantwortlich ist für den ET Heritage, für den Blog, der jetzt 15 wird. Er hat also hier doch eine große Aufgabe übernommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch an euch. Meine erste Frage geht direkt an Monika. Und zwar gerade diese Geschichte, diese Hybrid-Publikation ist ja sehr interessant. Die zeigt genau das auf, worüber wir heute sprechen. Für mich ist ein Buch eigentlich was sehr langwierig ist. Also das muss alles verheben und es ist auch unveränderbar auf eine Art. Und trotzdem bloggt ihr auch in der wissenschaftlichen Arbeit, du auch mit deinen Studierenden zusammen. Wie schafft ihr diesen Spannungsbogen? Ja, vielleicht mal zunächst, warum HistorikerInnen überhaupt noch Bücher schreiben und manchmal auch dicke. Wir versuchen ein bisschen zu verstehen, warum wir so weit gekommen sind, wie wir heute sind, oder warum wir da gelandet sind, oder warum wir gewisse Probleme haben, wie wir heute kommen. Da braucht man manchmal etwas mehr Platz um diesen Zeitbogen. Das heißt, das Format Buch hat, dass wir das immer noch, das ist auch die Kür eigentlich, eine Historikerin ohne erstes Buch, keine Berufung, und das zweite Buch dann die feste Professur, das ist wie immer noch so. Und das ist nicht nur ein alter Zopf, sondern so ein historisches Argument braucht ein bisschen Platz, um diese Zeitschichten aufzurollen. Gleichzeitig ist es so, dass wir in einer Welt leben, die eine ganz spezifische Ökonomie der Aufmerksamkeit hat, wo wir eigentlich alle lernen müssen, etwas schnell auf den Punkt zu bringen, zu sagen, was wichtig ist, das wichtige Argument in wenigen Worten, unter anderem auch um die Relevanz von Geschichte, von historischen Argumenten und auch historischen Verständnis auch einer breiteren Öffentlichkeit klar zu machen. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, Stichwort, Sie kennen es alle, Fake News. Wir sind eigentlich Spezialistinnen für sozusagen das Gegenprogramm gegen die Fake News. Ja, was ist überhaupt ein Dokument? Was ist eine Quelle? Soll man sie ernst nehmen oder nicht? Warum nicht? Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch in diesen digitalen Plattformen in kürzeren Formaten präsent sind. Und ich finde es wichtig, dass meine Studierenden das lernen. Und das ist gar nicht so einfach vom Seminar Arbeitsformat dann auf den Blog zu kommen. Ich mache dann immer mehrere Schritte, zunächst die Seminararbeit, so eine Art, mit dem ganzen Apparat, Fußnoten und so weiter, und dann überlegen, was ist das Hauptargument, wie könnte man so einen kurzen Blog aufbauen, und der wird dann überarbeitet und wird zum Beispiel, wenn wir jetzt eine ganze Nummer machen, wie Ether, erscheint es so, oder auch schon in Kooperation mit dem Landesmuseum auf dem Blog da, oder auch mit dem Blog der ETH, wo wir immer wieder beisteuern. Dankeschön. Das bringt mich jetzt gerade auf das Nationalmuseum bei dir im Blog. Das wäre noch spannend für die Leute. Für mich ist ein Museum, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, für mich ist ein Museum sowas, auch eben wie so ein Buch, auch sowas Handfestes. Das ist ein physischer Ort, da geht man hin, da schaut man alte Artefakte an und dann kommt ihr mit dem Blog daher, digitale Inhalte. Warum? Was hat euch bewogen? Ja, das ist die Revolution. Ah, die Blog-Revolution. Nein, also es ist sicher so, dass das Museum ist ein bisschen wie ein Buch, aber die Inhalte kann man ja über alle Kanäle verbreiten. Und es ist auch unsere Aufgabe, Schweizer Geschichte nicht nur im Museum selbst zu zeigen, sondern überall dort, wo die Leute sind. Und die sind halt meistens in der S-Bahn oder am Strand oder am Tram oder am Laptop abends um 11 und nicht im Museum. Also die kommen ins Museum, das ist eine Zielgruppe, und dann gibt es ganz viele, die sind irgendwo und die müssen wir oder versuchen wir auch zu erreichen. Sehr schön, lass uns später nochmal über die Zielgruppengeschichte reden. Das könnte nämlich noch interessant auch für alle anderen sein und für die Gäste auch im Raum. Ich würde gern direkt in die Praxis kommen, weil ich glaube, viele von euch interessieren sich ja auch selber fürs Schreiben. Wie geht's euch hier im Raum? Hat jemand selbst, bloggt jemand selbst? Ein paar Autorinnen von ET Heritage kenne ich schon hier im Raum. Okay. Und wer liest Blogs? Dann ein paar mehr. Großartig.
Und da würde ich nämlich gerne den Adi fragen, Adi Kaelin, du als Schreiberling, verzeih mir den Begriff als Journalist, der eben auch bloggt. Du hast mir im Vorgespräch was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, eigentlich sehe ich gar keinen Unterschied zwischen journalistischer Arbeit und dem Blog. Hast du vielleicht so ein paar Praxistipps, worauf man achten kann, wenn man denn schreibt? Na, ich muss jetzt sagen, also das... Ich als Blogger, das ist ein bisschen ein Etikett. Ich hatte einen Blog, aber der ist vor gut 2 Jahren, ist er ja still entschlafen dann. Bei mir war es die Kombination, ich habe ja den Blog gebraucht als Instrument, auch um über meine Arbeit an den Büchern zu schreiben. Also wieder das Buch und Blog in der Abhängigkeit voneinander. Und ich habe dann einzelne Details aus der Recherche dort im Blog niedergeschrieben. Jetzt ist das weg. Ich weiß nicht, ob Sie akzeptieren, wenn ich eine Serie als Blog bezeichne. Ich mache für NZZ Folio eine historische Serie über die als große Ideen, über seltsame Erfindungen, also abenteuerliche Projekte. Und rein vom Schreiben her kommt es mir so ähnlich vor wie das Bloggen. Ich betreibe allerdings einen etwas großen Aufwand, weil das sind immer Archivrecherchen und so. Und je nach Thema kann das dann Tage dauern, oder? Das ist halt so. Hast du den gleichen Aufwand und für einen Blogpost wie für einen journalistischen Beitrag? Nein, wenn ich über die Projekte geschrieben habe, das waren so Details halt, die ich dann zur Diskussion gestellt habe. Jetzt sind das ja so abgeschlossene Geschichten, kleine Biografien vielleicht sogar auch. Braucht dann schon mehr Aufwand, ja. Und wo kann man das lesen im Moment bei der NZZ und unter anderem? Ja gut, das ist alles online. Das ist, also vielleicht muss man das auch mal sagen, dass NZZ-Journalisten sind alles Online-Journalisten. Wir macht nichts anderes. Einfach über Google und dann oder? Ist der Ort. Ja, das wird alles online, das wird, man sieht, wie das gelesen wird, man kann zum Teil dann Rückmeldungen machen und so. Aber die ganze Redaktion schreibt online und die Printausgabe macht eine Truppe von Produzenten am Abend aus unseren Online-Artikeln. Und so, ja. Also dort her schon nah an einem Online-Medium, einem Blog. Beitrag vielleicht. Ja. Man sieht auch sehr schön, wie sich Blogs verändert haben. Ne? Früher hatten die ja immer diesen persönlichen Touch, es war so dieses Tagebuch und man hat so ein bisschen geplaudert, vor sich hingeschrieben. Ja, ja. Und ich höre das jetzt auch bei Firmen und eben jetzt von euch, dass der Text, der Anspruch ist sehr hochwertig. Das ist eine andere Liga als spezielle Blogge. Würde ich auch sagen, ja. Ja, cool. Man, die persönlichen Blogs, die es einem reinschneidet auf Twitter oder irgendwo, das ist dann auch, also das meiste ist ja nicht so wahnsinnig spannend. Dann. Wird ja auch weniger gelesen dann heute, weil es so viele gibt. Ich würde gerne den Johannes noch fragen, heute neu als Vertreter vom ET Heritage. Wie ist das bei euch mit den Zielen? Sind das noch die gleichen, die ihr vor 15 Jahren hattet? Ja, ich glaube, man muss dann anfangen bei den Zielen auch von Sammlungen und Archiven. Also ein Auftrag von Archiven und Sammlungen ist es ja auch, die Inhalte zu vermitteln, zugänglich zu machen. Und ich glaube, es war auch schon am Anfang die Idee, dass mit diesem Blog ein weiterer Kanal geöffnet wird, wie wir unsere Bestände, unsere Sammlungen der Öffentlichkeit präsentieren können. Und ich denke, dieser Grundauftrag ist eigentlich immer noch derselbe und das wird sich auch nicht verändern. Denn ich meine, auch das Archiv, auch die Sammlung ist ein festes, geschlossenes System, von dem nur ein kleiner Teil, wie auch beim Museum, ständig zugänglich ist und viele tolle Highlights, für die vielleicht nicht Zeit ist, können auf diese Weise herausgepickt werden, präsentiert werden. Und das ist unser Ziel und das bleibt es auch. Interessant ist ja auch, dass Monika, das hattest du mir im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr ja auch, also bei eurer Recherchearbeit auch auf andere, eben auf die Bibliothek zugreift, auf die also die Recherchearbeit hat nicht nur was mit eurem eigenen Wissen zu tun und Forschen, sondern ihr geht auch raus auf anderen Seiten. Ihr macht das zum Beispiel auch. Kannst du dazu? Ja, das scheint mir ganz wichtig, weil man hat ja so die Illusion, dass im Internet alles verfügbar ist und dass man alles weiß und dass alles gesichert ist. Man muss nur richtig googeln und dann kann man abgreifen. Ich habe mal, als ich noch in Basel Professorin war, eine Übung gemacht, was man mit Google nicht finden kann.
wo es eigentlich genau um diese Hinterbühne geht, was man eigentlich tun muss, um überhaupt zu gesicherten Aussagen zu kommen und auch zum Beispiel Quellenmaterial zu kontextualisieren. Das scheint mir eben super zentral. Das versuche ich eben meinen Studis auch beizubringen in diesen Seminaren, wo wir am Schluss so einen Blog haben, dass die Regeln, oder die der große Mark Bloch aufgestellt hat in seiner Apologie, ein Analhistoriker, wurde leider, hat den Nationalsozialismus nicht überlebt, wurde erschossen. Er hat dieses Buch geschrieben, wurde dann posthum veröffentlicht, die Apologie der Geschichte, und hat gesagt, ihr müsst immer im Prinzip euch die Frage stellen, ihr lieben Historikerinnen und Historiker, woher wisst ihr, was ihr sagen wollt? Und das scheint mir total wichtig, dass es eine Recherche gibt und ein Assessment, würde man heute sagen, des Materials. Und dass das wichtige Material vielleicht auch unten ausgewiesen wird, das braucht nicht Fußnoten, aber dass die Sätze so geschrieben sind, das macht ihr im Journalismus auch so, damit dem Leserin, der Leserin klar wird, woher habt ihr diese Informationen und ist das plausibel? Und das ist, ich glaube, gute Texte, seien es nun Blog oder Zeitungen oder auch wissenschaftliche Aufsätze, bedienen genau diese Grundregel. Und es kommt gar nicht so drauf an, ob das jetzt online ist oder print. Und es ist auch nicht super zentral, ob es jetzt diesen großen Fußnotenapparat hat, der für uns wichtig ist, weil wir natürlich da wieder andere Dinge sehen, wenn wir darauf schauen. Wichtig ist, dass die Leserin diese Transparenz hat. Woher sind die Informationen? Gibt es vielleicht Gegeninformationen? Und wie würde ich das jetzt nun abwägen, wenn ich diese Information und die andere habe? Und das ist gutes Schreiben und das gilt auch für den Blog. Danke. Die Überleitung könnte nicht besser sein. Ich habe mir nämlich noch eine Frage überlegt. Sorry, André, ich überfall dich ein bisschen. Damit habe ich nämlich mit dir nicht vorher gesprochen. Und zwar, ihr habt einen Beitrag im Februar von Kurt Messmer, auch Historiker. Ich habe übrigens deinen Historiker vorhin unterschlagen, gell? Verzeihst du mir? Ja, nicht so schlimm. Und jetzt wissen es auch alle. Und zwar, er schreibt, vorbei ist vorbei, die Vergangenheit ist abgeschlossen, erstarrt unveränderbar, die Geschichte dagegen offen, lebendig, wandelbar, daher auch bestreitbar. Gibt es dennoch gesichertes Wissen? Ja, bloß nicht auf ewig. Das ist sein Intro in den Beitrag, wo er darüber ein bisschen philosophiert, wie das ist mit der Historik, weil neue Erkenntnisse dazukommen. Das ist natürlich auch dein Thema, Monika. Das interessiert mich bei euch. Und zwar, was macht ihr mit den veränderlichen Dingen im Museum? Also bei Blogposts. Ja, mit Inhalten, die veränderlich sind. Vielleicht weiß man heute mehr dazu, aber so ist es nun mal, vielleicht ist das Ausstellungsstück und dann gab es immer das Wissen dazu. Und jetzt schreibt ihr darüber und es hat sich was verändert. Oder ihr verändert es vielleicht sogar, indem ihr neue Bilder dafür kreiert. Also wenn wir neue Erkenntnisse haben, sind wir ja super bedient mit dem Blog, weil wir können den Text ändern, im Gegensatz zu einem Buch, oder? Und ich glaube, Geschichte ist, also es verändert sich die Sicht auf die Geschichte und vielleicht weiß man mehr und kann es dann anders irgendwie einordnen und wenn das der Fall ist, muss man es ändern. Aber grundsätzlich ist es so, dass es in einem Blog immer möglich ist, Änderungen zu machen. Und das ist eigentlich auch noch ein Vorteil. Also man macht ja auch Fehler, es gibt ja ab und zu einen Fehler und dann kann man den ändern. Im Buch kann ich das nicht mehr machen. Spannend, was die Medienhistorikerin dazu sagt. Nee, also ich sage das jetzt gerne auch hier an der ETH, also auch als Technik- und Wissenschaftshistorikerin. Es ist ja so, dass Forschung immer nie abgeschlossen ist. Das ist sogar in den Naturwissenschaften so. Das heißt nicht, dass Forschung beliebig ist, dass jede Aussage dann gleich wert ist wie eine andere, weil die muss ja wie bewiesen werden. Aber das ist durchaus was genuin auch Wissenschaftliches und auch Naturwissenschaftliches, dass Forschung nie abgeschlossen ist. Und das ist das, was es so spannend macht. Also ganz was Natürliches und Typisches, womit ihr euch den ganzen Tag rumschlagt. Also nicht den ganzen Tag, hoffentlich. Aber das finde ich jetzt noch heikel, also einen Blog abzuenden, ohne das zu deklarieren. Also natürlich muss man das immer mit den Autoren besprechen. Und wenn es eine größere Änderung wäre, müsste man wahrscheinlich auch ausweisen, dass der Originalartikel und dann zusätzlich vielleicht eine Box machen. Weil so ein Journalismus, Online-Journalismus, würde das denn dann
tatsächlich geschrieben, also in einer früheren Version war das und das falsch und so. Wobei ihr macht das, das mache ich nicht alle. Ich bin ja noch im Presserat und im amerikanischen Journalismus, also im Qualitätsjournalismus, ich natürlich hier sagen, so New York Times oder Washington, macht man das immer. Jede Änderung wird deklariert. Ich finde es absolut zentral, dass diese Änderungen deklariert werden, dass man nachvollziehen kann, zum Beispiel, warum gibt es plötzlich einen Shitstorm auf Twitter, wegen zum Beispiel diesem Blog. Wenn der nachher wieder geglättet ist, kann man das nicht mehr nachvollziehen. Aber das sind natürlich so wie Sand im Getriebe, solche Dinge. Oder diese glatten Oberflächen, dann denkt man, ja, das ist nicht nötig, es ist ja jetzt einfach korrekt und gut ist. Aber ich finde, es ist eben super zentral, dass wir ein bisschen sperrig bleiben im Internet und diese Berichtigungsverfahren, also wenn ihr das macht, das machen nicht alle. Das stimmt, ja. Aber irgendjemand findet es dann heraus, also man macht es besser. Das bringt mich noch drauf, also gerade wir bewegen uns ja jetzt auch in Social Media mit dem Blog, haben eure Beiträge Shitstorm-Potenzial? Hattet ihr das schon mal beim E-Heritage? Also die Verbindung mit Social Media ist ja bei uns noch recht jung. Also wir haben jetzt einen Instagram-Kanal für den Ada Heritage Blog. In diesem Zusammenhang noch nicht, aber wir haben auch eine Kommentarfunktion. Es ist auch schon vorgekommen, dass so ein Gespräch, also wirklich auch ein Fachgespräch zustande gekommen ist, der sich dann auch mit dem Inhalt des Blogs beschäftigt hat, wo dann auch Kritik geäußert wurde und wo dann auch das führt zurück, wovon wir es vorher gehabt haben, die Änderungen dann auch deklariert worden sind in den Kommentaren sozusagen, oder? Habt ihr dann aufgenommen praktisch? Ja, genau, beziehungsweise es ist dann auch ausgewiesen, oder der Blog sagt jetzt das, Kommentar meint, nein, es ist nicht so, es gibt wieder eine Antwort darauf. Also man kann diese Versionierung anhand der Kommentare dann auch ansehen, oder? Und es kommt nicht so viel vor, also wir hatten es ja heute, die Leute kommentieren nicht so viel, aber wenn es mal beginnt, dann kann es schon vorkommen, dass eine Diskussion entbrannt. Ja. Ich schaue mal schnell, ob wir online, haben wir Fragen von den Online-Gästen? Okay, dann können wir einfach weitermachen. Hat im Raum jemand eine Frage an die Gäste auf dem Podium? Okay, die kommt vielleicht noch. Schauen wir mal. Wie geht ihr denn am Landesmuseum oder am Nationalmuseum mit den Kommentaren um? Habt ihr, wir kommen dann später noch auf die Partnerschaft zu sprechen, ihr habt ja auch anderes Publikum vermutlich als die Leserinnen und Leser von Monika und Studierenden und in unterschiedlichen Blogs und auch vielleicht als der ED Heritage und NZZ. Habt ihr andere Leser? Merkst du das? Also ich würde sagen, im Blog sind die Kommentare eigentlich gemäßigt. Meistens in den Social-Media-Kanälen kann es schon ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Benzin im Feuer sein. Und da muss man dann irgendwann mal stoppen. Was heißt stoppen? Also zum Teil sperren wir dann gewisse Leute, weil es eigentlich oft gar nicht ums Thema geht. Also Ausländerfeindlichkeiten werden dann anhand eines Blogartikels dann ausgelebt, aber das hat eigentlich dann gar nichts zu tun mit dem Thema selbst, sondern da wird dann entbrennen Diskussionen, die wir dann stoppen. Macht ihr dann die Kommentare? Schließt ihr die Kommentare? Wie das die Nein, wir sperren macht? Gewisse Leute und löschen Kommentare oder machen sie unsichtbar. Und ihr habt das sicher auch in den Etiketten stehen, also was erlaubt ist und was nicht? Also bei den Social Media Kanälen nein. Aha, ja. Aber also im Blog ist es eigentlich kein Problem. Aber wenn die Blogartikel über Social Media Kanäle distribuiert werden, dann kann es sein. Ja. Gibt es hier tatsächlich einen Unterschied, Adi? Die Frage ist an dich. Wir kennen ja alle die Kommentare, ne? So 20 Minuten, Watson, das sind so diese typischen Kommentarspalten, wo wir alle nicht auf dem Blog haben wollen. Kannst du da was berichten aus deiner Erfahrung? Ja gut, die Kommentare unter den Artikeln, das wurde ja irgendwann zu viel. Also die NZZ hat es irgendwann abgestellt, weil irgendwo ist dann fertig mit Leserbindung, wenn die auf einander losgehen und das Eigendynamik auch entwickelt und so. Es wurde grundsätzlich abgestellt, ich weiß nicht, 2-3 Jahre. Geht das schon noch wieder, glaube ich. Jetzt langsam öffnet man wieder für einzelne Themen. Steuert das dann auch viel mehr. Also das offene Mikrofon, also wie es andere Zeitungen machen, finde ich also ziemlich
unlesbar irgendwo auch. Oder? Ist ja noch interessant, als das ganze Internet ja eigentlich angefangen hat in den 90er Jahren, das kommerzielle Internet, hat man ja die Idee gehabt, von verschiedenen Seiten her, ja, wenn alle Menschen reden können, frei reden können, wird die Welt ein bisschen besser, wenn man mehr weiß, man tauscht sich mehr aus, man kommuniziert mehr und das führt letztlich, wie bei allen technischen neuen Innovationen, zu Frieden und Verständigung und Fortschritt. Da ist man ja sehr schnell davon abgekommen, also an vielen Orten hat man gemerkt, was eigentlich passiert, es ist mehr Müll. Vor allem nach 24 Uhr sage ich immer, was da noch kommt. Sehr viel Müll. Das ist aber historisch auch wieder ein Problem, dass wir mittlerweile auch auf Social Media und auch an anderen Plattformen eigentlich komplette durchmoderierte Plattformen haben. Das heißt, was zum Beispiel, also Sie kennen auch die Regeln von Facebook und so weiter. Es ist ein Job, der ausgelagert ist, oft auch in Ländern mit prekären Arbeitsbedingungen. Das kann eine AI nicht erledigen. Alles diese Bilder, die zum Teil anstößig sind, extrem gewaltsam oder gegen andere Regeln oder auch politisch, auch Zensur. Also es wird alles gelöscht. Also sagen wir, größtenteil, das, was wir eigentlich sehen, ist gelöscht schon, bevor wir eigentlich auf dem Netz sind. Was natürlich für die Geschichte auch wieder die Frage stellt, was werden wir später überhaupt mal für ein Archiv haben, wenn alles durchmoderiert ist? Das wollte ich einfach noch gesagt. Das ist so eine Frage, mit der wir uns im Moment ein bisschen beschäftigen. Was wird ein Archiv der Zukunft sein, wo sich jetzt auch Kommunikation wegverlagert, ja, von Zeitungen und so in die Social Media, was werden meine Kinder und Enkelkinder dann mal sehen können? Ja, weil wir ja nicht mehr alle. Zumal das auch private Archive sind, also private Firmen, die vielleicht gar nicht mehr bestehen oder keine Veranlassung sehen, dass das überhaupt archiviert sind. Von Twitter gibt es ein Projekt in der Library of Congress, das archiviert ist und zum Beispiel auch die gelöschten Tweets von Trump. Gibt es natürlich technische Mittel. Das sind ganz interessante Fragen. Ich meine, eben künftig wird man auch Politikgeschichte, wird man mit Analyse von Social Media machen müssen. Wie man früher Herr Kennedy hat man ja im Fernsehen angeschaut und eigentlich mit Barack Obama hat es eigentlich angefangen, dass die Präsidenten, die amerikanischen, eigentlich auf Social Media sind. Habt ihr da ein spannendes Projekt am Laufen, wo wir demnächst irgendwo in einem Blog nachlesen können? Ja, also wir haben so kleine, also jetzt in diesem Seminar haben wir kleine Projekte, da geht's voran, da kann ich vielleicht gleich was sagen zum Bestand der ETH, der für uns interessant ist. Das sind ja diese Riesenbildwelten, also ganz viele Bilddokumente, die plötzlich alle frei verfügbar sind, die früher in irgendwelchen Kellern von Archiven lagen und jetzt plötzlich alle sichtbar sind und auch so ganz schnell abgegriffen werden können und Artikel können damit illustriert werden, Argumente können damit gemacht werden. Das ist natürlich für uns ein Graus, weil wir sagen, eigentlich diese Bilder, die müssen analysiert, kontextualisiert werden, damit wir sie überhaupt verwenden. Das heißt, was ich mache, da bin ich ganz missionarisch, dass wir meistens mit dem Bildarchiv der ETH, aber auch von euch mit dem Pressebildarchiv, das ja in Affoltern lagert, das man noch physisch sehen kann, dass die Studierenden einen Bestand auswählen und dann eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Bildmaterial liefern. Ja. Und das ist super interessant. Warum werden überhaupt Bilder gemacht? Das ist absolut nicht selbstverständlich, dass es überhaupt von etwas ein Foto gibt. Das ist eigentlich schon eine Ausnahme. Das sagt dann schon wieder viel darüber, warum es überhaupt dieses Foto gibt oder warum es kein Foto gibt. Oder natürlich auch die Frage, wir haben die auch letztens mit Nicole Graf besprochen. Es gibt jetzt auch neue Bestände, auch hier an der ETH von Forschern, Naturforschern hier, die waren auch in Ländern, in kolonialen Konstellationen drin und haben fotografiert. Und da stellt sich zum Beispiel jetzt auch diese Frage, soll man diese Bilder da zeigen im Archiv und was macht man nun damit? Soll man sie wieder abbilden, auch wenn sie ein bisschen rassistisch sind oder sehr rassistisch oder so rassistisch, dass man sie nicht zeigen soll? Und das sind im Moment die Fragen, mit der wir uns so in kleineren Projekten beschäftigen. Und mein Ziel ist, dass dann jede Studentin, jeder Student am Schluss so einen Blog hat, wo es eine kritische Auseinandersetzung mit seinem Bildbestand, sei es von euch oder auch von euch, gibt. Großartig, danke für die Reflexion. Adi, das hat mich jetzt gerade erinnert an, das möchte ich euch gerade verraten, und zwar, ich komme. Ja, okay. Ja. Adi hat ja vor 15 Jahren dem Blog ETH Heritage auch zum Start verholfen, ganz
auffällig und unabsichtlich, kann man vielleicht sagen. Und zwar, als du darüber geschrieben hast, dass es diesen Blog gibt, ist dieses Crowdsourcing-Projekt. Das Bildarchiv. Genau. Da hast du geschafft, mit diesem Beitrag in der NZZ, dass 661 Menschen 5751 Bilder identifiziert haben. Das ist ja auch noch ein schöner Effekt von der digitalen Kommunikation oder auch überhaupt was zu publizieren, dass man Menschen erreicht, die auch Wissen haben zu einer Region oder das wollte ich jetzt einfach mal lobend erwähnt haben. Ja, das ist gut. Aber das ist nicht mein Verdienst, dass ich habe einfach darüber geschrieben. Das Bildarchiv ja eben, das diese ganze Aktion gestartet hat und mit dem eigenen Blog auch begleitet. Oder? Und ich denke, es haben beide dann profitiert. Also ich hatte zwei, drei gute Geschichten, die auch gut gelesen wurden. Und das Bildarchiv, ich denke, hat auch etwas profitiert, dass das Ganze etwas bekannter wurde und mehr Leute sich beteiligt haben an diesem Crowdsourcing. Aber darf ich vielleicht noch ein bisschen loben? Also du hast ja gesagt, die Öffnung auch dieser Sammlungen und Archive. Also ich finde das halt schon sehr viel positiver, als du jetzt das siehst. Einfach aus persönlichen Gründen. Also ich vor 20 Jahren hatte ich ja, wenn ich Bilder suchte, musste ich wochenlang ins Archiv und alles durchblättern. Also das kann man jetzt vieles online machen. Also die ganze Öffnung. Mit der Digitalisierung der Bestände zum einen, zum anderen, aber auch die Gebühren. Also die Publikationen sind jetzt nicht Uni-Publikationen, aber wenn es heißt kommerzielle Publikationen, da waren die Gebühren schon auch ein Hindernis. Also die sind zum Teil gesenkt, zum Teil ganz aufgehoben worden. Das ist, finde ich, absolut positiv, wunderbar. Ja, vielleicht kann ich gleich mit dem Lob noch anschließen, nicht, dass da falsche Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Ich finde natürlich ganz wichtig, dass zum Beispiel das Schweizerische, also das Landesmuseum oder auch die ETH, also öffentlich zugängliche Archive, Bildarchive haben. Die haben natürlich eine Bildökonomie und die meisten Bilder landen früher oder später bei Getty Images. Das ist so eine, und das heißt dann, dass man sie eigentlich vielleicht noch zu Hause anschauen kann, mit dem versiegelt, aber sicher nicht mehr zu einem Preis, den wir zum Beispiel bezahlen können, abdrucken können. Das heißt, ich finde es total wichtig, also in diesem Sinne würde ich in das Lob einsteigen, dass mit Steuergeldern finanzierte Institutionen dazu beitragen, dass diese Bilder gesichert werden, auch die materielle Grundlage der Bilder, dass man nach wie vor die Originale anschauen kann, auch Glas oder Dia oder so, und nicht nur die Digitalisate, weil da kann ganz viel passiert sein, farblich und so weiter. Dass aber auch die Metadaten zur Verfügung gestellt werden. Also ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was Metadaten sind, nämlich wer, wann, wie, wo. Bei euch werden sie ja sogar noch erschlossen. Und dass das in einer anständigen Datenbank, die dann auch gut durchsuchbar ist, zur Verfügung stehen, das ist super wichtig. Und das erachte ich als eine zentrale Aufgabe eigentlich von staatlich finanzierten Institutionen. Das ist meine Einladung, über AI zu philosophieren mit euch. Und zwar, ich denke viel darüber nach, was eigentlich mit Bilderstellung mit künstlicher Intelligenz passiert und frage mich jetzt und euch natürlich, kann man historische Bilder erstellen, also mit AI oder auch manuell, die einfach noch nicht da sind? Ja, ich meine, wir sind noch am Anfang der Entwicklung. Es ist schwierig, jetzt definitive Aussagen dazu zu stellen. Aber ich meine, die Absicht auch dahinter, dass man Fake News verbreitet, dass man unliebsame Inhalte vielleicht retuschiert, das kennen wir ja auch schon aus der Geschichte. Oder Lenin wurde, Trotzki wurde ja von diesem sehr berühmten Bild an seiner Rede auch entfernt. Also ich glaube, die Absichten hinter diesen Möglichkeiten sind immer noch die gleichen. Der Vorteil auch vielleicht von einem Blog wie ETH Heritage ist, dass wir es immer wirklich ausweisen, woher es kommt. Also Bilder werden immer referenziert, oder? Also da können wir auch sicherstellen, wenn wir den DOI-Link zum Bildarchiv zum Beispiel hinterlegen, dass es wirklich klar ist, dass es von dort kommt, dass es unverändert ist und dass wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen.
Also das ist schon sehr wichtig. Ja, ja. Ich denke, wir werden das auch lernen in Zukunft, ja, ne? Auf solche Quellen besser zu achten. Ja, also es führt uns eigentlich wieder zurück. Ad fontes sagen wir, was im 19. Jahrhundert unsere Vorgängerinnen entwickelt haben, die Quellenkritik, eben genau durch die innere und äußere Qualität und die Echtheit der Quelle zu prüfen. Das heißt, das ist im Sinn für uns nicht neu, das heißt aber schon auch, wir müssen ein bisschen forensischer wieder werden, auch zusammenarbeiten mit Computerfachleuten, die sich solche vielleicht auch Applikationen entwickeln. Das finde ich eigentlich total interessant. Aber ich glaube, die Methode der Geschichte hat null ausgedient, ist aktueller denn je, um genau diese Fragen zu klären. Also das Buch, das ja veröffentlicht wurde mit diesem berühmten Bild, das heißt ja Le Commissariat aux Archives, also der Polizist im Archiv, wenn man so will. Und das sind wir natürlich alle ein bisschen, das müssen wir sein, Polizistinnen und Polizisten, und ein bisschen aufrüsten müssen wir, zusammenarbeiten, natürlich mit Technikerinnen und Ingenieuren, die das können, müssen wir auch, aber ich glaube, die Fragen bleiben absolut die gleichen. Wie sieht es mit Texten aus, mit AI? Habt ihr das im Einsatz? Überarbeitet ihr Texte? Wie macht ihr das am Nationalmuseum? Also für Blogartikel würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber wenn ich mal etwas über Monika wissen will, kann ich ja schon mal schauen, ob es einen Text gibt. Aber ein richtig guter Artikel kann man nicht, von mir aus gesehen, heute nicht mit künstlicher Intelligenz herstellen. Das bei euren Themen, ne? Also ja, vielleicht kann ich noch, ja genau, und also ich würde auch sagen, das ist noch relativ am Anfang. Es ist da jetzt, da wird ja immer gesagt, hat die Uni ausgedient, müsst ihr jetzt einen Geheimdienst aufbauen an der Uni? Nein, müssen wir nicht. Wäre aber noch spannend. Besser würden wir diese Methoden gleich einbauen. Also zum Beispiel mein Kollege Kian Espangisi, habe ich gleich gesehen, in unserer Datenbank macht nächsten Frühling eine Schreibung mit dem Thema Geschichte schreiben im Zeitalter von ChatGPT, oder? Dass man eigentlich sich sozusagen kritisch und damit, dass man es überhaupt versteht, um was es da geht, was es kann, was es nicht kann. Also das finde ich, ist immer meine Antwort, auch mit schwierigen Bildern, politisch heiklen Themen, das muss alles an die Hochschulen, wenn nicht zu uns, oder? Und wir müssen eigentlich eine Lösung finden, wie wir damit umgehen. Also in den Giftschrank geht sowieso nicht. Schöner Vergleich. Ich glaube, es ist auch noch sehr zentral zu sehen, woher denn diese KI die Information hat. Also KI wertet mit statistischen Methoden einfach die am wahrscheinlichste mögliche Antwort aus und bedient sich auch dem, das schon im Internet vorhanden ist, oder? Und da sind wir anders, denn wir bei ETH Heritage haben eigentlich immer ein Objekt oder eine Quelle im Zentrum aus dem Archiv oder aus der Sammlung, oder? Und die sind dann eben oft noch nicht unbedingt online verfügbar und benutzen deshalb wirklich etwas genuin, noch nicht verbreitetes und schaffen dann auch Informationen, die für KI gar nicht unbedingt abrufbar ist. Deshalb sind wir da auch vorsichtig. Noch nicht, ja. Also ihr schafft die Quelle neu. Genau. Jetzt würde ich noch gerne nochmal auf aufs Nationalmuseum zu sprechen kommen. Es ist ein harter Schnitt, aber Zahlen. Ich muss euch das einfach erzählen. Wisst ihr, wie viele Zugriffe die haben? Also ich weiß es. Erzähl. Magst du es lieber sagen? Nein, du kannst es sagen. Das ist wunderbar, das zu sagen. Also ihr habt alleine, also für euch, habt ihr im Jahr 1,5 Millionen. Und zusätzlich kommen noch mal 2 Millionen dazu oder 2,5? Nein, wir haben 1 Million plus 1,5 bis 2 zusätzlich. Zusätzlich. Ungefähr 3 Millionen. Das kommt von eurer Partnerschaft mit Watson. Ja, mit den bösen Kommentaren. Erzähl mal das, weil ich finde das sehr interessant. Du hast vorhin das gesagt mit dem, wir müssen dorthin, wo die Leute sind und dann sind sie halt im Tram oder in der S-Bahn oder wo. Und das macht ihr ja mit dem Blog. Und jetzt habt ihr eben relativ neu diese Partnerschaft mit Watson. Und wie funktioniert das? Also jetzt kann ich auf einmal online auf einem völlig anderen Plattform eure Texte lesen, die ihr verfasst habt, die fundiert sind, die nicht von Journalisten erstellt wurden, sondern von Historikern. Erzähl mal ein bisschen. Es, wirklich neu ist es nicht, seit etwa 2 Jahren. Ja, relativ. Die Partnerschaft ist so, dass sie bei uns schauen, was interessant sein könnte für ihre Leser und sie übernehmen das aber
Die Vorgabe ist 1:1. Es wird nichts abgeändert, es wird ausgewiesen, von wo es kommt, der Autor, es gibt einen Originallink und so machen sie das. Aber interessanterweise, wir haben das vorhin kurz besprochen, die meisten Watson-Leser, glaube ich, realisieren dann nicht, dass es von uns kommt. Hm. Also sie die finden dann super ja, Inhalt, aber obwohl die Quelle dreimal erwähnt wird, aber ist ja egal, oder? Also Hauptsache ist, gute Geschichten müssen erzählt werden. Eigentlich wo und wer ist eigentlich ein bisschen sekundär, finde ich. Aber sehr breit. Ich glaube, damit toppt ihr alle Blogs in der Schweiz. Weiß nicht. Darf ich kurz fragen, also ist das indiskret, was das Businessmodell dahinter ist? Das Businessmodell für die ist beiden 0 Franken, 0 Franken und 0 Franken. Mhm. Sie haben Inhalt. Und wir, wenn wir zum Beispiel in einem Blog eine Box noch haben zur Ausstellung, wird es natürlich dort dann auch publiziert. Aber es gibt keine finanziellen Interessen. Diese extra 2 Millionen Besucher oder so auf dem Blog, die sind auf Watson oder kommen sie auf eurem Blog? Nein, also 1 Million haben wir auf unserem Blog und etwa 1,5 bis 2 auf allen anderen Partnerplattformen. Also das bedeutet, dass Sie kriegen Gratisinhalt von euch ja. Und ihr bekommt nichts dafür? Ja, kann man so sehen. Doch, wir kriegen Reichweite, doch. Und Brad? Aber also finanziell ist es für uns nicht rentabel, das ist schon so. Es gibt die Frage online, jetzt ist es mir wieder eingefallen, oh, ach herrje, ich hoffe, ihr seid noch da, sorry. Ja, genau, und die knüpft jetzt vor 10 Minuten an und ihr habt auch schon einiges dazu gesagt, vielleicht könnt ihr noch, oder vor allem Johannes, dann darauf reagieren. Die Frage im Chat war, wer entscheidet die Zensur am Archiv ETH? Also wir haben eigentlich bisher bei ETH Heritage eine recht offene Politik betrieben. Es gibt natürlich Vorgaben, wie lang sollte ein Beitrag sein, wie sollte etwas ins Zentrum gerückt werden und so. Ich glaube aber, es hat sich wirklich auch bewährt, dass wir diese Offenheit den Autorinnen und Autoren zugestanden haben. Und ich glaube, es ist auch von unserer Seite eine gehörige Portion Vertrauen darin, dass diese wissenschaftlichen Standards eingehalten werden, dass man sauber recherchiert, sauber zitiert und so weiter. Es gibt kein Lektorat in diesem Sinn. Wir schauen uns natürlich die Beiträge schon an, wenn es offensichtliche Fehler gibt oder zu lange oder zu wenig oder so, dann melden wir uns schon. Aber ich würde sagen, eine Zensur gibt es nicht. Oft wissen ja auch die Autorinnen und Autoren über ihre Sammlung und ihre Archive besser Bescheid als wir selber. Bravo. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Butter bei die Fische, wie man in Norddeutschland so schön sagt. Und zwar, wenn ihr habt ja viele Autorinnen und Autoren, die ihr auch ein bisschen managen müsst oder dürft. Wie motiviert ihr die Leute oder wie gebt ihr auch das Handwerkszeug mit, dass die Texte leicht verständlich sind? Beim Adi ist natürlich klar, du kommst aus dem schreibenden Handwerk. Historik stelle ich mir jetzt eher schwierig verständlich vor, ne? So die Fachtexte, gerade die Forschung hat ja auch eine eigene Sprache. Wie schafft ihr das, das zu übersetzen, dass die Leute in einer verständlichen Weise schreiben? Monika, du nickst gerade, hast du einen Gedanke dazu? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, für wen man schreibt. Was ist ungefähr die Leserschaft, Leserinnenschaft? Das ist natürlich jetzt online schwierig, je nachdem. Aber das fragen mich natürlich auch ganz viele Studierende immer. Also für wen schreibe ich eigentlich? Was ist bei den Seminararbeiten sehr fiktiv? Ich finde immer, es ist gut, man muss nicht jetzt das Level total runterzusetzen, aber Dinge, die nicht allgemein verständlich sind, müssen halt erklärt werden. Man darf aber nicht zu viele Dinge erklären, weil sonst wird's wieder kompliziert. Das heißt, man muss entscheiden, und das ist überall gleich, welche Geschichte erzählt man eigentlich. So könnte man sagen, oder welches Argument will ich nun stark machen? Höchstens 2, allerhöchstens 3, aber meistens für einen Blog nur eines. Und das sind so Strategien, die kann man auch ein bisschen lernen. Das scheint mir ganz wichtig, da hat sich an den Universitäten auch ganz viel verändert.
Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als Umberto Eco in den 70er Jahren ein Büchlein geschrieben hat, wie schreibt man eine Dissertation? Das war der allererste Ratgeber, Schreitratgeber überhaupt, wie man über eine Dissertation schreibt. Früher ging man irgendwie davon aus, dass Leute, die studieren, Geisteswissenschaften studieren, irgendwann mit dem Heiligen Geist sozusagen lernen zu schreiben und dann das dann können und die anderen sind selber schuld und vielleicht auch noch besser, wenn es die Welt nicht versteht. Umberto Eco hat sich sehr für Populärkultur interessiert, ist auch einer der Begründer auch von Cultural Studies, müsste man sagen, hat sich mit Semiotik beschäftigt und er hat wie das Gegenprogramm eigentlich initiiert, dass er gesagt hat, im Prinzip schreiben kann man lernen, es ist eine Technik. Und ich meine, Johannes war auch mal im Masterkolloquium bei mir, also da machen wir nichts anderes, als wir schreiben und dann überarbeiten, x-mal überarbeiten. Inzwischen gibt es ein ganzes Bataillon von Büchern, die das vermitteln will, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, die haben die Angst vor dem weißen Papier nehmen soll oder und so weiter und so fort. Und die sind zum Teil sehr interessant. Das ist auch ein eigener Buchmarkt geworden. Aber ich finde immer noch so, wenn ich es runterbrechen müsste, also nimmt mich wunder, was die anderen sagen, es ist im Prinzip, ich muss eine Geschichte erzählen oder ich muss ein Argument klar darlegen, dass es plausibel ist und eben wissenschaftlich auch mit Belegen unterfüttert, damit man sagen kann, doch, das kaufe ich jetzt dem Autor, der Autorin ab. Wie machst du das, André, mit euren Autorinnen und Autoren? Können die einfach schreiben über den Heiligen Geist? Ja, nein, also ein bisschen überspitzt gesagt sage ich immer, eigentlich müsste man so schreiben, dass es Fritz aus Hinterfotigen auch versteht. Und nicht nur, wenn ich irgendwie einen Master habe in das und das. Aber das ist ein bisschen einfach. Also erstaunlicherweise haben wir eigentlich gar nicht so viele Probleme mit den Autoren, weil sie das oft verstehen, obwohl dass sie vielleicht 3, 4, 5 akademische Titel haben. Mir scheint auch, dass sie das noch gerne machen. Also noch gerne so populär schreiben, ein bisschen süffig, dass man dranbleibt. Und ich denke, also für mich die Regel, wenn ich dreimal einen Abschnitt neu lesen muss, dann ist für mich fertig, oder? Aber dann muss er neu geschrieben werden. Ja, das kann man nicht so sagen, aber dann ist es da ist die Chance relativ gering, dass es dann fertig gelesen wird. Mhm. Ja, es ist also eigentlich sagen wir immer ein bisschen das Gleiche, süffig schreiben, nicht akademisch, eine Geschichte erzählen, die Leute packen und das klappt eigentlich ganz gut. Sorry, gell? Also das ist noch wichtig, dass das Akademische, dass wir das versuchen ein bisschen einzudämmen, weil wir haben ein großes Zielpublikum, wir wollen das an viele Leute vermitteln. Und je mehr ich sage jetzt überspitzt, je mehr Fußnoten und Verweise und Fremdwörter und Einschübe, desto schwieriger wird es. Ja, die Zeit hat sich geändert, wie Monika ja auch vorhin gesagt hat. Ich würde jetzt mal sagen, für die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, sind Blogs noch relevant? Ich glaube, wir können das hier im Podium alle eindeutig mit Ja beantworten, wenn ich euch so zuhöre. Ich würde euch gerne noch eine Frage stellen zu Formaten. Wir haben ja vorhin die Aufmerksamkeitsspanne auch gehört. Also es ist eine schnelllebigere Zeit geworden. Was denkt ihr, wie sich die Blogs weiterentwickeln? Werden andere Formate dazukommen? In Zukunft werden die Leute noch lesen oder sich nur noch vorlesen lassen oder was denkt ihr? Wahrscheinlich wieder dein Metier. Ja, also, wie gesagt, es gibt ja wie kluge Menschen, fast schon Propheten, die haben schon in den 60er Jahren begriffen, dass etwas am Tun ist. Unter anderem Marshall McLuhan, ein Medienwissenschaftler, und er hat eigentlich schon früh gesagt, dass das Mündliche wieder wichtig werden wird in dieser neueren vernetzten Welt, dass das wieder stärker Richtung orale Kulturen gehen, was ja eigentlich Social Media auch ist, das sind ja wie mündliche Texte, die verschriftlicht werden. Und das ist etwas, das ich glaube, das sehen wir auch, dass diese audiovisuellen Quellen, die auch auf Mündlichkeit basieren, dass das zunimmt. Was wir ja sehen, ist dieser Boom von sogenannten Podcasts. Und ich habe das lange ein bisschen verweigert, weil ich fahre nicht Auto, deshalb brauche ich nicht Podcasts zu hören. Im Zug lese ich oder schaue aus dem Fenster oder döse mal vor mich hin und genieße das auch. Habe aber kapiert, das ist jetzt irgendwie das ganz große Ding, auch für Corporate, da wird ganz viel Geld damit verdient. Ich kann Ihnen empfehlen, vielleicht kennen Sie, also ich habe jetzt einen Lieblingspodcast, neuerdings von Zeit, der ist
auch frei verfügbar, alles gesagt. Das ist ein ganz toller Podcast, der dauert so lange, bis das Codewort kommt, der eingeladenen Gästin oder des eingeladenen Gast, und dann ist es fertig. Das kann 2 Stunden sein, 5 oder auch 8,5, wie bei Kim de Lorison. Das heißt, einer der letzten Podcasts von Zeit, alles gesagt, war über eine Unternehmerin, die nichts anderes macht als Podcasts produziert. Die hat irgendwie 170 Podcasts in ihrer Firma, die sie da produzieren. Habe ich kapiert, ach krass, das ist ja wirklich so das Neue, was früher der Werbefilm war, oder die Farbfotos, wo eure Zeitungen vollgespült wurden und ihr konntet immer neue Magazine gründen in der Presse. Das scheint so jetzt das Ding zu sein, der Podcast. Also man muss ja schon auch sehen, diese Dinge gibt es auch, weil Leute denken, man kann damit Geld verdienen. Ich kann euch ja, so ist das ja. Kann man fast nichts mehr hinzufügen. Ne? Ja. Ich kann euch ja gestehen, ich habe 2006 angefangen zu bloggen und ich bin vor 2 Jahren auf Livestream umgestiegen und Podcast, weil ich zu faul bin zum Schreiben, gestehe ich. Deswegen ist es interessant, dass du sagst Podcast. Übrigens ist Monika eine der wenigen Menschen, die diese Podcasts wirklich bis zu Ende hören. Aber ich kenne jetzt mittlerweile schon 3. Die 8 Stunden. 3, ja. Ich kenne jetzt schon 3 Leute, die wirklich diesen Podcast. Aber habt ihr nie in der Nacht, dass ihr nicht schlafen könnt? Und dann solltet ihr nicht Schlafmittel nehmen, sondern denken, jetzt habt ihr die Chance, was anderes zu tun. Dann könnt ihr diesen Podcast. Das ist doch der Tipp des Abends. Danke vielmals. Ich würde gern abschließend noch Johannes fragen. Wohin geht die Reise? Du als auch Gastgeber heute für unser Podium. Wohin geht die Reise? Was habt ihr vor? Habt ihr Ideen für die ET Heritage? Was läuft? Wir hatten jetzt ja gleich diesen Event mit unseren Autorinnen und Autoren und das war sehr erfreulich. Wir hatten ein großes Engagement und wir haben, 96 verschriftlichte Vorschläge, was wir anders machen könnten beim Blog, und einige Dinge können wir vielleicht umsetzen, aber wahrscheinlich nicht alles. Da fehlt mir natürlich auch die Zeit dafür. Aber es ist schon so, dass das Format jetzt über diese 15 Jahre eigentlich immer dasselbe geblieben ist. Wir haben einen Post pro Woche und wir haben jetzt einige Dinge, jetzt muss ich meinen Spickzettel dazu nehmen, uns überlegt, dass wir weiterführen können, und etwas ist zum Beispiel Serien auch zu bilden, oder? Also, dass wir zu einem bestimmten Thema, zu einem Sammlungsbestand oder so, über Abstände hinweg eine Serie veröffentlichen. Wir haben es mit den 3D-Objekten aus der Sammlung der wissenschaftlichen Lehrmittel und Instrumente, wo wir schon angefangen haben. Und ein Wunsch war auch noch, dass wir so Hintergrundbeiträge machen, so Meta-Beiträge, die darauf eingehen, um was es eigentlich in dieser Sammlung geht, in diesem Archiv. Vielleicht, wie ist die Arbeit, das Innenleben sozusagen dieses Archivs ein wenig zu zeigen. Das war auch ein Wunsch. Und dass man auch ein sehr wichtiges Votum, das mir gefallen hat, dass diese individuellen Stile auch beibehalten werden. Oder ich habe es schon erwähnt, wir haben nicht so fixe, starre Regeln, was den Umfang, was den Aufbau des Posts betrifft. Und es war auch ein großes Bedürfnis, dass das beibehalten wird, dass wir wirklich diese persönlichen Signaturen auch der Autorinnen und Autoren beibehalten, dass sie eine gewisse Freiheit haben, wie viel sie schreiben, wie viele Bilder, wie viel Text und so weiter. Und das war ein großes Bedürfnis. Und deshalb würde ich sagen, in dieser Hinsicht bleiben wir so, wie wir sind. Und versuchen aber auch Formate ein wenig auszubauen, oder? Es gibt jetzt auch wieder neue Funktionen. Man kann alte Posts verlinken unten, man kann diese Bilder mit dem Regler einbauen und so weiter. Man kann auch Videos einbetten. Bei den 3D-Objekten haben wir ein Sketchfab implementiert, da kann man gleich schon auf den Post ansehen und reinzoomen und das Objekt drehen und so weiter. Also ich denke, was die technischen Möglichkeiten angeht, gibt es noch Room for more, würde ich sagen. Genau. Schön, danke. Wie ist das jetzt? Ist alles gesagt? Es ist nie alles gesagt. Ja. Ja, deswegen gibt es ja den Podcast. Ja, ich glaube, genau. Wir machen das nicht, dass wir jetzt auf 3 bis 8 Stunden ausdehnen. Die Leute wollen gerne zum Apero noch ein bisschen feiern, auf die 15 Jahre anstoßen. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart und auch online dabei wart. Großartig, und natürlich an euch. Es war sehr spannend. Ich würde noch gern weiter mit euch diskutieren. Ich habe übrigens viel gelernt von euch, auch über Historik und über geschichtliche Publikationen. Danke für eure Einblicke und Ideen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, genau, ist ein Applaus wert, würde ich auch sagen. Also ganz, ganz herzlichen Dank den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des heutigen Podiums. Wir haben auch noch ein ganz kleines Dankeschön für Ihren Auftritt heute Abend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es auch sehr interessant. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe ein paar Dinge mitgenommen, zum Beispiel den Aufruf, dass gut recherchierte Inhalte aus unseren Sammlungen und Archiven auch in Zukunft noch gefragt sein werden, dass wir nicht von der KI abgelöst werden, vielleicht nicht morgen, aber ich glaube auch nicht übermorgen, und dass wir noch sehr viele neue Ideen haben für die Zukunft, und ich freue mich in dem Sinne schon auf die nächsten 15 Jahre ET Heritage Blog. Diejenigen hier im Saal, die sind jetzt ganz, ganz herzlich eingeladen zu einem kleinen Apéro. Der findet eine Etage tiefer statt, also am besten hier gleich hinten raus und dann die Treppe runter, und dann finden Sie gleich unseren Apéro. Und den Personen zu Hause vor den Bildschirmen sage ich ganz herzlichen Dank und verabschiede mich und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Danke vielmals.